So, servus und herzlich willkommen bei Jefflog. Da, wir sind gerade in Oldenburg. Warum in Oldenburg? Wir machen gerade Urlaub in Oldenburg oder bei Oldenburg in Mollenberg oder so ähnlich. Aber das Mollbergen heißt es. Und jetzt sind wir gerade mal nach Oldenburg gefahren und jetzt gucken wir mal, was es hier gibt. Bei mir, was war das für ein Ding hinter uns? Das da drüben ist die Landesbibliothek. Das soll wohl die Landesbibliothek sein? Das hier im Wesentlichen. Irgendwo da. Wie gesagt, wir gucken mal jetzt, was es hier so gibt. Jetzt sind wir am Schloss in Oldenburg, irgendwo hier, da. Ja, ansonsten ist Oldenburg eine Stadt wie alle anderen auch. Viele Einkaufsmöglichkeiten, so eine kleine Gassen. Schon süß, schon cool. Schloss, wie gesagt, haben wir jetzt hier. Wir wollen gerne nochmal ins Fabiano gehen, was essen. Und dann schauen wir einfach mal, was der Tag heute bringt. Es ist halt sehr kalt, die Kinder frieren schon, die haben gerade schon Pommes gegessen. Mal sehen, Lorraine friert, dass wir mal was Warmes trinken. Deswegen gleich ins Fabiano. Mal gucken. So, wir sind zurück aus Oldenburg. Wir sind jetzt fast in unserem Ferienpark und ich drehe euch mal rum. Auch das sind Häuser, die man hier mieten kann. So, da hat man hier so ein Stückchen Spielplatz und hier so Häuser. Die sehen ganz schick aus, also wirklich ganz schick aus. Kann man mit 6 Leuten hier gerade solche mieten. Es ging auch preislich, war jetzt gar nicht so schlimm. Aber das ist nicht das, wo wir sind. Und wo wir wohnen, das zeige ich euch extra nochmal. Das mache ich dann am letzten Tag, wenn wir dann alle Koffer wieder draußen haben, zeige ich euch einfach unsere Unterkunft nochmal. Aber wie gesagt, das hier kann man auch mieten. Also richtig schick eigentlich. So, ja, Oldenburg haben wir gestern hinter uns gelassen. Was sagst du zu Oldenburg, Schatzi? Ich finde es ganz niedlich, die Stadt. Man kann sich dort gut einen Tag vertun. Wir haben jetzt uns auch nichts angeguckt. Es gibt ganz viele Museen, was Kunst und sowas betrifft. Aber halt auch wirklich nur Kunst in die Richtung eher. Ja. No. Ansonsten eine schöne Einkaufsmeile. Schöne kleine Gästchen. Ja. Das ist ganz süß. Genau. Ja, aber wir haben es gesehen. Ist okay. Jetzt haben wir schon Mittwoch. Heute ist der schönste Tag. Also irgendwo da ist auch die Sonne dort irgendwo. Und jetzt wollen wir mal, ich weiß gar nicht, wo das liegt. In Kloppenburg. In Kloppenburg, okay. Ja. Nach Kloppenburg ins Museumsdorf. Museumsdorf, genau. Dort wollen wir jetzt mal hin. Die Kinder sind gerade hier noch auf dem Spielplatz. Auf so einem Air-Trampolin. Da warten wir jetzt noch kurz und ja, mal sehen, ob das Museumsdorf was ist. Was ich sagen muss, wenn wir so gucken, was man machen kann, vieles hat wirklich erst ab März wieder geöffnet, wegen Wintersaison. Und hier oben, wie gesagt, es ist halt wirklich wenig los, auch in diesem Ferienpark, wo wir sind. Wie gesagt, also wenn hier 5 Leute sind, also 5 andere zu uns noch, dann ist es echt viel. Ich glaube, so viel sind es gar nicht. Und deswegen, die werden alle, haben alle Saisongeschäft hier oben. Deswegen, wir schauen mal, was es heute noch so gibt. So, wir sind jetzt im Museumsdorf. Hinter mir schon so dort die erste Mühle zu sehen. Eintritt war jetzt 20 Euro für eine Familienkarte, 2 Erwachsene mit 2 Kindern. Also alles gut. Ja, wir sind fast mit die Einzigen, wie es aussieht, hier drin. Oder es verläuft sich sehr gut. Auf dem Parkplatz standen ein paar Autos. Wir werden mal sehen. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, wir werden hier mal durchgehen. Ob wir vielleicht ein paar Tiere finden oder sowas. Mal schauen.
jetzt steht man in irgendeinem Haus, so einem Bauernhaus nenne ich es jetzt mal, da merkt man einfach, dass die wirklich betuchter sind, im Gegensatz zu dem, was man vorher gesehen hat. Also wirklich hier mit den Betten, mit den modernen oder schon recht modernen, dann dieser Essensraum gerade eben. Es ist schon wirklich beeindruckend, wie auch hier schon die Gesellschaft auseinanderklaffte. So, jetzt haben wir noch als Abschluss hier nochmal eine Mühle hinter mir. Da sind gerade Lorraine und die Kinder drin. Also das Museumsdorf kann man echt empfehlen. Ist eine coole Sache. Natürlich, keine Frage. Es ist gerade nie das beste Wetter. Überall ist es nass. Überall sieht man auch die Sturmschäden noch. Die Äste sind runtergebrochen. Hier wird noch ein bisschen was renoviert, was aber auch sehr cool ist. Also wir haben jetzt echt viel Zeit hier drin verbracht. Also bestimmt 4 Stunden oder so sind wir jetzt hier. Das reicht, ja, etwa. Also kann man wirklich machen. Und wie gesagt, das Familienkarte 20 Euro ist völlig in Ordnung. War ein cooles Ding. Man hat mal gesehen, wie es halt früher gelebt haben. Ich meine, wer solche Museumsdörfer schon mal besucht hat, der weiß, wie das hier ist. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man dann das 4. Mal so ein Herrenhaus gesehen hat oder so eine Scheune, dann weiß man das natürlich. Die sehen alle etwa gleich aus. Aber es ist interessant. Und wenn man sich dafür interessiert, ist das schon echt eine coole Sache. So, jetzt wird es werden. Wir werden nochmal schnell was einkaufen gehen. Und ich denke dann erstmal wieder zurück ins Haus fahren. Dann schauen wir, ob wir heute Abend noch was machen. Wetter ist immer noch bombastisch. Ja, mal sehen. Wie gesagt, es ist halt gerade eine bescheidene Zeit hier oben. Alles hat noch zu. Winterpause. Und deswegen, wir schauen einfach mal. So, nächster Tag. Bescheidenes Wetter. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt, weil ganz schön windig. Ja, wir sind, nachdem wir gerade einen Moorfahrt gemacht haben, der war aber jetzt nicht wirklich zum Film, wollen wir jetzt, oder sind wir jetzt angekommen bei Ottos Leuchtturm. Ich drehe euch mal rum. So, dort vorne ist er. Dort gehen wir jetzt erstmal hin. Wie gesagt, bescheidenes Wetter. Ich zeige euch den gleich nochmal von nahen. So, da sind wir angekommen. Ottos oder so, die so, die so. Ottos Leuchtturm. Genau, da gehen wir jetzt mal kurz hin, machen mal 2 Fotos, gucken mal schnell aufs Wasser. Und dann werden wir schon wieder gehen, weil hier zieht es wie Hechtsuppe. Und es ist kalt. Es ist einfach nur kalt und es regnet. So, hier davor, vor dem Leuchtturm, ist so ein Gitter mit ganz vielen Liebesschlössern dran. Hier so als Erinnerung, haben schon ein paar genutzt, wie es aussieht. Ja, wie gesagt, wir sind am Leuchtturm und ich denke, das reicht. Wir werden jetzt zusehen, dass wir wieder ins Auto kommen. Dann ist es kalt und es wird immer schlimmer. So, wir haben Abreisetag, es ist Freitag, wir haben es geschafft, sage ich jetzt mal, Urlaub ist vorbei. Ich werde euch jetzt noch eine Roomtour geben, was ich euch versprochen habe. Ja, und dazu drehe ich euch einfach mal um. So, dann fangen wir hier an. Hier haben wir die Haustür, hier kommt man rein. Haben wir euch dann nochmal auf die andere Seite. Hier in den kleinen Flur. Nicht wundern, hier liegt jetzt schon die Bettwäsche, die haben wir natürlich abgezogen. Und da haben wir 1, 2 und 3 Türen. Und hier geht die Treppe hoch und gehen wir als erstes hin. Die Treppe ist ein bisschen steil, ich mache mal hier ein Licht an. Aber alles machbar. So, da haben wir hier oben so ein Sturzgitter. Und hier rechts ein Zimmer. Das ist das erste Schlafzimmer, hier haben die Kinder geschlafen. Ja, Doppelbett. Ein bisschen was eingerichtet. Ja, nichts Spektakuläres, aber doch recht modern. Eigentlich ganz cool gemacht. So. Dann haben wir hier das andere Schlafzimmer. Hier haben Lorraine und ich geschlafen. Eigentlich genau dasselbe, nur dass dort noch ein Kinderbett steht. Doch, wie gesagt, recht modern eingerichtet. Das passte schon. Und dann haben wir noch hier eine Tür im Flur. Und da ist ein kleines Bad drin. Ja, Waschbecken, Spiegel. Und die Toilette, also auch nichts Besonderes.
Haben wir auch so nie genutzt, ehrlich gesagt. Aber es war ganz schick. So, dann machen wir die Tür hier wieder zu. Und dann gehen wir wieder runter. So, also wie gesagt, die Treppe hier ist ein bisschen steiler. Deswegen auch der Sturzschutz oben für kleine Kinder. So, dann haben wir hier eine Tür. Das ist das Bad. Toilette, Waschbecken, Spiegel. Ja, Badewanne mit dem kleinen Handtuchhalter, Heizkörper. Und das war's. Aber halt auch sehr modern gehalten, finde ich. Also richtig cool. Hier ist nur ein kleiner, ja, sag jetzt mal Abstellraum, wo Besen und Staubsauger und sowas drin ist, wenn man es braucht. Und dann haben wir hier das große Wohnzimmer. Wir gucken erstmal hier auf die Seite. So, mit der Küche. Die ist wirklich fast neu, würde ich behaupten. Also die sieht überhaupt nie irgendwie abgeranzt aus oder irgendwas. Also wirklich cooles Ding. Ofen, Mikrowelle dabei, wie gesagt, Ofen, super Herd, alles wirklich spüle, alles super. Da unten ist ein Geschirrspüler drin. Hier der Müll. So, dann haben wir hier den großen Esstisch, wo man halt logischerweise essen kann. Und hier dann nochmal wie so eine kleine, ja, Sitzecke, nenne ich es jetzt mal. Gerade abends am Fenster sitzen ist immer ganz cool. Und dann hast du hier so ein kleines Sofa mit dem Fernseher. Und das war's. Genau. Ja, das war unser Haus. Also wirklich recht modern. Also wirklich schön, muss ich sagen. Gefällt mir gut oder hat uns gut gefallen. Hat auch eine sehr gute Bewertung von uns bekommen, weil es wirklich sauber war. Also wir waren schon in ganz anderen Ferienhäusern, sage ich jetzt mal. Das ist ja jetzt auch so ein Ferienpark, Landal. Der einzige Nachteil war wirklich, dass es nie die Saison war. So, jetzt machen wir mal hier Licht aus noch. Dass man halt relativ alleine ist, aber das war gar nicht schlimm in dem Augenblick. Aber gerade wenn man irgendwas erleben will. So, jetzt habe ich einen Schlüssel hier. Und jetzt machen wir hier mal zu. Denn die anderen sitzen schon im Auto. Und ich zeige euch das Haus nochmal von vorn. Da laufen wir nochmal vorbei. So. Und ich drehe euch nochmal rum. Und hier habt ihr das Häusel einfach nochmal von vorn. Hier haben wir nochmal die Sitzecke mit der Glasfront, die ganz schick war. Und ja, kleinen Schuppen hat man noch dran. Mit, wenn man grillen will und sowas. Also es war schon wirklich ganz schick. Ja, ansonsten, ich würde mich nochmal melden, wenn wir dann zu Hause sind. Jetzt sind wir nochmal 5,5 Stunden Fahrt vor uns. Dann machen wir nochmal mit Lorraine einen Abschluss. Und ja, dann war es das mit dem kleinen Video. Ja, wir sind zu Hause. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Ich wollte gerade das Video schneiden. Und ja, habe ich gemerkt, dass wir gar keinen Abschluss gedreht haben. Deswegen jetzt hier nochmal Zusammenfassung vom Urlaub. Also Schatz, wie fandest du es? Ah, schon 2 Wochen her. Nee, also im Groben und Ganzen schön. Landal kann man empfehlen, besser als die Senderparks. Zumindest das, was wir damals gesehen haben. Ich sage es hier nochmal, das war nur unsere Erfahrung. Andere machen ja mit Senderparks gute Erfahrungen. Ist ja immer so ein Streitthema, deswegen habe ich ja dort auch die Kommentarfunktion ausgeschaltet unter dem Video, weil ich beleidigt wurde und allem drum und dran, weil wir einfach eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Wie gesagt, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, ist das alles super, ist alles schick, ist euer Ding. Wir haben aber nicht schlechte Erfahrungen mit Senderparks gemacht. Deswegen Landal war mega. Ja, also sämtliche Unterkünfte werden dort renoviert. Einige wurden schon renoviert. Wir hatten das Glück, eins der renovierten Häuser schon zu bekommen. Es waren Nichtraucherhäuser, was für Nichtraucher extrem angenehm ist, wenn man reinkommt und es nicht nach kaltem Rauch riecht. Ansonsten, man kann dort viel sich ausleihen, man kann sich Brötchen bestellen, man hat dort ein Schwimmbad, man kann Fahrräder sich ausleihen. Bei uns war nicht viel los. Ist einfach Nebensaison, also in der Saison sieht das dort oben ganz anders aus. Es ist ein großer Spielplatz da, wo die Kinder sich vertun können. Man kann halt um die Umgebung fahren, man kann ein bisschen was angucken. Also ich denke, die Ecke ist völlig in Ordnung, natürlich. Und man kann auch mal 100 Kilometer fahren bis zur Nordsee. Es ist aber auch kein Akt. Was sind denn 100 Kilometer heutzutage? Das machen andere an einem Wochenendausflug, fahren die einfach mal. Deswegen, ich denke, das funktioniert schon. Und wie Lorraine schon sagt, es ist einfach, die Häuser waren schick. Natürlich
hat man auch von außen gesehen, dass die nicht mal die neuesten Häuser sind. Das ist aber ganz klar. Ich meine, die werden nie alle 5 Jahre dort neue Häuser hinstellen. Solange das aber alles sauber ist, sind wir völlig zufrieden damit. Na, und das war einfach wirklich gegeben. Und ja, genau. Na. Also ich denke, auch in der Umgebung gibt es Sachen, die man machen kann. Gerade wenn dann Saison ist, dieser Freizeit- und Tierpark oder Tier- und Freizeitpark, den hätte ich mir ja gerne mal angeguckt. Das soll sehr schön gewesen sein oder es soll sehr schön sein. Wie gesagt, bei uns hat er halt zugehabt. Ich denke, man kann dort schon seine Woche verbringen, vielleicht auch 2 Wochen, wenn man sagt, hey, man macht das ein bisschen ganz gediegen, man chillt mal im Garten, du hast halt dort auch, wie gesagt, du hättest grillen können, du hast dann eben den Schuppen gehabt, wo die Grills drin waren, Gartenmöbel müssen wo drin gewesen sein und solche Geschichten. Das haben wir nun alles nie genutzt, da es einfach das Wetter überhaupt nicht zugelassen hätte. Wir sind halt nun mal in der Nebensaison gewesen, aber im Groben und Ganzen würde ich dem definitiv einen Daumen nach oben geben, also das war schön, das war schick. Das Auto hat man, das ist ja immer meins, das Auto hat man direkt vor der Tür. Man muss nie immer irgendwo erst hingehen, wie es halt auch im Center Park war. Was ich auch verstehe, dass du da drinnen mit den Autos rumfährst, wenn die Leute dort laufen, verstehe ich völlig. Aber wenn du dann erst 20 Minuten läufst, um bis zum Parkplatz zu kommen, ist halt auch immer so eine Geschichte. Ne? Und also ich fand es auch sehr schön. Man kann auch viele Angebote dort nutzen, Boccia und Minigolf und war zwar alles noch nicht aufgeräumt, wegen dem Sturm, der 2 Tage vorher ja war, aber ist richtig. Völlig okay. Also ich denke, in der Saison, wenn das oben warm ist, im Sommer, sieht das ganz anders aus. Ne? Also wie gesagt, von uns, ich denke, eine klare Empfehlung kann man machen. Gut, dann war es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Ich tue mal hier mein mit hinmachen. Genau, und gerne abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.